Noch, Moment. Das kriege ich mal noch hin. Dies klappt. Oh, das ist ein bisschen. Muss man ein bisschen laufen. Receiving and Shipping. Ja, ich versuche aber möglichst was. Vorarbeiter töten. Alle Kinder befreien. Ach, schon wieder so. Okay. Na ja, gut. Jo, wenn wir vorbeikommen, dann machen wir es. Ja, warum nicht? Moment, den Alarm, den müsste ich vorher irgendwie kappen. Das wäre ganz nice. Was geht das so? Nee, das muss ich per Hand, ne? Ja. Also kann ich den nicht anvisieren. Hab den. So, wie geht das? Kapitieren. So, jetzt kein Alarm mehr. Ein. Verdienst du dir noch eine Nacht in der Grube? So. Ganz ruhig. Ihr seid befreit. Ich helfen. Sie haben uns gerettet. Der Vorarbeiter da oben, ja. Wozu? Wozu haben wir hier das Dynamit? Da im anderen Abteil quasi. Gucken, ob ich da irgendwie ganz geschickt reinkommen, wo die Kiddies sind. Hier ein Eingang. Ja. Oh ja, funktioniert. Und nur von der Seite hier die. In einem Kampf hat niemand was mitbekommen. Ja. Man sah mich. Man wird kommen. Ich werde töten. Überblick, wo was rumsteht. Ah, okay, da ist noch so ein Vibe. Die mir sehe ich. Ja. Am einfachsten. Sprich nicht so laut. Hey! Die Schaft! Über dieselbe Frau. Ja, am Kiddies holt. Die Querkumhang. Ah ja. Unmöglich. Was ich alles erhalte. Aber manchmal muss ich mir doch noch kaufen oder ich muss es herstellen. Und das Große ist dann doch irgendwie unnötig. So für mein Empfinden. Was ich so sehe. So, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir schon zwei Stück hiervon eingenommen. Wunderbar. Wollen aber trotzdem immer noch hier auf den Aussichtspunkt.
Guck ich mal, wo sich hier. Muss man hier so lang. Wie sich rächt. Zinkricht. Dazu stehe. Nicht fallen. Und der Gegenstand. Gibt es Neuigkeiten? Passt Ihnen das? Ah ja, cool. Lass mal durch. So, wo ist denn der? Ah, da hinten. Okay. Komme ich jetzt am besten hin? Schwimmerei. Oder hier irgendwo draufklettern und dann. Ne, das ist zu weit weg. Schätze ich mal. Dann gibt es hier ein Boot, wo ich dann. Wo ich dann nicht so viel klettern muss. Nein! Weg! Och, so viel Verkehr hier. Ne, da kommst du gar nicht vorbei. Musst du warten. Ah. So. So, wie hoch? Irgendwie. Das scheint mir etwas. Ja, mit Seil geht's immer. Das ist echt so eine Erleichterung mit diesem Teil. Das ist klasse. Jo. Hier ist so ein Glitch. Den könnte ich mir jetzt mal holen. Ne, das war. Wo ging das nicht? War zu niedrig. Ich brauche ein höheres Ziel. So. Ja. So, und dann will ich unten zu dem Händler. Mein Zeug mal auffüllen. Unter. So. Nichts als nur die aller. Alles auffüllen. Jo. Und hier haben wir noch eine. Die mache ich gerade noch. Das ist dann. Das wird dann wohl das letzte sein. Mit dieser Aufnahme. Rüber so langsam. Ah. Leiche in die Themse werfen. Kann man tun. Ach, der sieht ja noch so jung aus, so jung und auch Hauptklappe. Aircraft töten. Keine Ausnahmen, hört ihr? Ohne Papiere, kein Zugang zum Hafen. Ja. Aye, aye, Captain. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Och. Ja. Hat man mich gesehen? Ja, Sir. Wie? Oh, verdammt ist der Sack!
kann ihn erschießen! Au. Ja, so bin ich. Oh, hier ist es. Das jetzt erstmal plündern. Der dunkel gekleidet, schätze ich mal. Tragen. Klettern ist damit nicht so. Ist ja nicht weit weg. Zack. Tschüss. Das Boot hätte ich jetzt so einfach nutzen können. Nehme ich das nächste. Ja, das ist aber die falsche Richtung. Doch wie? Ja, besser. Schön! So läuft das heute. Heute ist irgendwie... Es war alles etwas eintönig, so... Mit der Zeit. Ist irgendwie, ja, ist immer dasselbe, ne? Es ist wie schon im ersten Teil, irgendwie. Also, das hätte man sich irgendwie... Das wäre nicht nötig gewesen. So, jetzt sind wir aber auch fertig. Mit dieser Aufnahme. Und keine Ahnung, wo ich dann beim nächsten Mal wieder respawne. Beim Einsteigen, aber dann sage ich, Moment, wo fährt denn der jetzt hin? Ah ne, ist noch, okay. Deswegen sage ich mal erst Tschüss und dann bis gleich oder in der nächsten Folge, je nachdem. So, herzlich willkommen zurück im Adventure-beschaulichen London. Oh, das ist jetzt gut, der Aufnahmestart war etwas holprig. Wir wollten hier, ach ja, das letzte Stück, ist das das letzte, ja genau, das letzte Stück, der Themse einnehmen. Was ist das, was sind das, diese Dinger eigentlich? Okay, steht nichts. Gibt's keine Legende zu. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie so Prinzip Frachtdiebstahl, schätze ich mal. Wir bitten uns dann jetzt wieder in der Kopfgeldjagd. Oh, wie freundlich. Wollte hier mich als Fußgänger vorlassen, ist ja so. So. So ungewöhnlich bei diesem Verkehr hier, der ja, mit dem ich ja bisher eher raue Erfahrungen gemacht habe. So, aber das ist dann, lasse ich dann vorerst mal das letzte Gebiets- oder Stadtviertel-Eroberung, auch wenn die Themse jetzt eher weniger ein Stadtviertel ist. Aber wenn dann der ganze Flussverkehr unter unserer Kontrolle steht, dann ist das ja ganz schick. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, wenn ich schon mich so weit hier reinbegebe in das Sperrgebiet. Ja, danach geht, lass ich mal wieder mit, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, wichtigen Missionen weitergehen.
George Scrivens aufspüren. Ist das der? Ne, das ist ein Polizist. Scheint mir dann doch irgendwie. Sie sind hochgeklettert. Irgendwo weiter hinten sein. Wie hat er jetzt mich entdeckt? I don't hope so. Soll ich mal umdrehen? Naja. Noch etwas weiter weg, so mach schnell. Ja, hier auf das irgendwo. Ah, ja. Nee, hat er jetzt eben nicht mit LB gestanden. Shit. Gut, dann. Dann wähle ich diesen Umweg. Den wässrigen und kalten und unangenehmen. So, nochmal. Ah, da ist er, der gute Mann. Eben wurde ich entdeckt. Oder war dabei, entdeckt zu werden. Was? Geht das so schnell? Geht mir aus dem Weg! Das muss doch jetzt nicht sein. Das klingt wie das Ende der Welt. So, tot. Gut. Dass das jetzt nicht ganz so dumm enden musste. So, komme ich da von unten dran? Nee, eher weniger. Ziemlich unnötig hier. Unten am besten. Am besten nehme ich die Treppe. Rammen. Haut er schon wieder ab. Darf aber nicht sein. Nein, lassen Sie mich gehen, sage ich. Kommen Sie. Diesmal nicht. Oh Mann. Jetzt auch noch Polizei, die sich hier einmischt. Nein! Bist du doof? Diesmal nicht. Wow. Dieser komische Mann verfolgt mich. Oh, Polizisten, ja, bringe ich ja eher ungern um, aber scheinbar bleibt mir manchmal keine andere. Sag mal, hör mal auf, ey, bist du dumm? Ja, toll, jetzt war das mit. War's das mit Leben zurückbringen? Gibt's keinen Bonus. Scheiß Trick. Nach deine Ideen, Mongo. Also nicht gegen Mongos, aber das verführt mich jetzt gerade zu Gemecker. Aus dem Gebiet fliehen, ja gut, das kann ich auch rennen, das interessiert ja jetzt kein Schwein mehr. Ja, ich trage keine Leiche mit mir rum. Das hat alles seine Richtigkeit. Legen Sie den Körper des Ziels in ein Fahrzeug, ja. Eigentlich total unnötig. Warum? Der ist jetzt tot. Warum muss man den noch irgendwo hinbringen? Oh nö, hopp. Nö, nö. Nö, nö. Immerhin da, Kumpan. Sehr gut. Ich hab nämlich keine Lust zu kämpfen. Ich hau jetzt ab. Die kann das mal machen. Manchmal hängt es kurz. Ja, ich bewege mich in die falsche Richtung, ich merke es. Einmal die Handbremse gezogen, GTA-like, dann geht das. Ein paar Leute überfahren. Ja, das ist auch, warum immer diese Kollateralschäden. Muss ja nicht sein. Komm, überfahren wir die mal. Aber scheinbar macht das nicht so viel aus. Braves Mädchen. Lauf schön weiter.
So, gut. Das war ein guter Rambock. Das ist, wird mir auf, also ich sag jetzt mal, auf dem Navi wird mir ein komischer Weg an. Witz. Au! Ich glaube, ich schieße jetzt auch mal hier. Gut so, Mädchen. Weiter, Mädchen. Moment. Ich bin doch hier der Mann fürs Handliche. Das hätte auch schon früher erledigt werden können. So ein bisschen. Armer Kerl. Armer Kerl, dass er tot ist. Ja, das kann man jetzt. Kann man so sehen und kann man so sehen. Ist jetzt aber halt passiert. Und Themse ist. Eingenommen, sehe ich es richtig. Ach, Quatsch. Kommt ja immer erst ein Bandenkrieg davor. Quasi als letzte. Deswegen hat das mit, dem Prozent setzen auch so komisch. Jo. Da kommt ja jetzt automatisch. Das ist schon mal cool. Das sind die einzigen, die besser riechen, nachdem man sie umgenietet hat. Was ist die Pleiters? Kann ich bestätigen. So. Ah, ne, das gehört jetzt gar nicht zum Bandenkrieg dazu, oder? Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, das ist immer so ein, eigentlich nur ein Zwischenspiel zwischen Kontern, auch mal selbst schlagen, manchmal mit Deckung durchbrechen, ausweichen vor allem. Ja, eigentlich, das verstehe ich nicht. Ich will ja eigentlich ausweichen, aber. Ziel entkommen, was? Ich soll entkommen. Au. Oh, Polizei. Soll die das mal übernehmen? Nee, so funktioniert das nicht. Mach das per Fuß. Bisschen besser. Was gibt's Neues? Irgendwo hoch? Da hoch? Ja. Da kommt mir niemand nach. So kann ich ja immer, wenn ich RB halte, kriege ich noch. Sollte ich weitere Optionen kriegen für meine rekrutierten Mannequins, aber da kann ich momentan wohl nur entlassen. Der Rest geht dann wahrscheinlich nur in Kampfsituationen. Beziehungsweise wenn die näher an mir sind. Und dass es jetzt blinkt, keine Ahnung, was das heißt. Entweder, dass sie zu weit weg sind. Nee, jetzt blinkt es nicht mehr. Vielleicht waren sie auch im Kampf. Kein Schimmer. So, oh, sind ja gleich da. Was ist da unten? Ist wieder nicht runter. Richtung Boden. So, los geht's. Erobern Sie die Themse, gerne. Bin ich heiß drauf. Und dabei schön mit der Flasche knacken. Miss Edith Swinburne ist mit den Bedingungen einverstanden. In diesem Bandenkrieg ist alles erlaubt. Ihr kämpft um die Vorherrschaft auf der Themse. Viel Glück. Also was ganz, ganz Offizielles. Ist mit allem einverstanden. Ja, wie nett, ne? Gibt nicht häufig Gegner, die mit allem einverstanden sind. Was ist das jetzt? Spritzt sie sich hier dope, oder?
Fängt das schon so an. Diese Stadt gehört den Rooks! Kommt sie persönlich? Uiuiui. Gibt der Overkill. So, ich frage mich, unter was sie denn jetzt leidet. Oh, die hat ein sehr kurzes Konterfenster. Brauche ich gar keine Munition, wenn ich auf dieses. Wenn ich bei diesen Schüssen. Ah ne, doch. Aber irgendwie kriege ich auch immer wieder Munition. So, ein schöner Double Kill. Oh, und sie ist auch gleich tot. Jetzt. Au. Sieht fast aus, als würde ich sterben. Jetzt gerade so. Im Moment des Sieges. Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Das ist eine andere Formulierung für Sklaverei. Aber die Leute stehen drauf. Ganz offensichtlich. So, Themse. Oh, neue Sequenz freigeschaltet. Wie schön. Sequenz 8, ich bin gerade mal in Sequenz 5, was? Was bringt mir jetzt Sequenz 8? Naja, muss gerade mal gucken, was für ein Level sind wir? 5. Okay. Waffen, neues Kukri, was habe ich eigentlich ausgerüstet?